Hi, ich bin Ferdi von CETA Automotive. Die Software ist drauf. Es ist auch so dunkel, dass ihr mich blendet. Und wir schauen uns mal gleich die Zeiten an. Also normalerweise sagt man ja, dass das Auto sich etwas an die Leistung gewöhnen muss. Aber in den ersten Kilometern muss auch schon deutlich ein Zuwachs an Leistung kommen. So, 0 auf 100, jetzt sofort nicht. Das Öl ist erst 70 Grad, wobei das eigentlich schon okay wäre. Machen wir mal die 50, 120. Wir müssen das Auto jetzt in der Runde nochmal warm fahren. Ganz ruhig. Aber ich merke schon, so auf den ersten paar Metern ist er schon durchschlägt. 20, geht los. Man merkt obenrum nochmal einen zusätzlichen Punch. Ja. 5,498. Wir hatten vorher 5,776. Glaube ich, können wir gleich noch mal reinschmeißen. Also wir haben schon mal 0,2 Sekunden hier gewonnen. 50, 120. Los geht's. Handschuhe rüber. 5,26. Das ist die Zeit, die wir haben wollen. Das ist die Zeit, die wir haben wollen, ja. Verglichen zu 5,7, Riesenunterschied. Riesenunterschied. Ready to rumble. 80, 150. Wir machen fliegenden Start, ab 55, Kickdown und los geht's. Ja, das geht. 7,4. Ich weiß nicht, was wir vorher hatten. Das war vorher 8,4. Also wir haben hier eine gute Sekunde gewonnen. Das ist Hammer. Also das Fahrzeug ist jetzt auf ungefähr 380 PS Leistung gesteuert. Die VMAX ist raus. Das heißt, das Ding rennt, was es rennt. Bei einem Avant hier mit den fetten Puschen irgendwo im Bereich von 280 so. Gute 280, bin jetzt halt nicht gefahren, ne? Darf der Kunde ja was rennen. Jetzt noch mal eine 0 auf 100. Unfair ist, es hat vorher nicht geregnet und jetzt regnet es. Das heißt, könnte ein bisschen ungeil werden. Wir probieren es einfach mal aus. So, wir machen es jetzt direkt hier. So, kein Vorspann, Wandlergetriebe, einfach nur vor einer Bremse gehen und durchdrücken. Los geht's. Vorher hatten wir 6,44. Das heißt, wir haben hier schon 0,6 Sekunden gewonnen. Das ist sehr viel. Das ist ein Avant, sollen wir nicht vergessen, ein Kombi-Familienfahrzeug, was in 5,9 Sekunden oder 5,92 Sekunden von 0 auf 100 rennt. Ich würde sagen, hat gut geklappt. So, wir haben also quasi den A6 Avant jetzt, 3 Liter TDI, baugleich mit dem A7 Competition, leistungsoptimiert. Das bedeutet, es wurde das Kennfeld ausgelesen, das Motorsteuergerät wurde ausgelesen, es wurde der Datensatz optimiert und wieder zurückgeschrieben ins Steuergerät. Wir haben jetzt ungefähr 380 PS, wir haben die VMAX-Aufhebung und wir haben einen netten Zuwachs im Drehmoment. Das bedeutet, das Auto ist jetzt gerade in diesen gemessenen Bereichen 50 auf 100, 50 auf 120, 100 auf 200 ist er deutlich leistungsstärker geworden und lässt jetzt echt geile Zahlen stehen. Also, wenn ihr euer Auto Leistung steigern wollt, schreibt uns an, nicht vergessen teilen, liken, bis zum nächsten Video. Ready? Steady? Go? Ja? Ja? Was geht nicht? Was geht nicht? Wieso, was geht nicht? Achso, ich dachte, ich warte auf dein Go. Nee, ich hab die Kamera genickt. Okay, dann nick mal.